Gummizellenfahrstuhl! Das sieht aus wie früher, wenn das so runtergeht. Findet ihr nicht? Also für mich ist das Feuer. Was ist das? Blaues Feuer. Ja, hat nicht der Busch von Jesus irgendwie so blau gebrannt? Oder Moses? Oder? Ach, keine Ahnung, wie der hieß. Ah, das ist auch lustig. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Ja, die kleinen Androiden, die sind so schön, was die immer sagen. Hört euch das mal an. Oh, schießt ja gerade auf mich. Ich bin dir nicht böse. Naja, man muss sie auf jeden Fall zerstören, indem man sie auf die Seite legt. Ja, das reicht eigentlich schon. Dann drehen sie nämlich völlig durch. Hallo! Oder man schmeißt irgendwas auf sie rauf, damit sie halt umkippen. Kann sie sich auch schnappen? Und wieder hinstellen. Suche. Verloren. Gute Nacht. Oh oh. Hallo? Noch jemand da? Oh, verdammt. Das war verkehrt. So. Was soll das? Was soll das? Rup. So, hier kann man auch sehen. Geheimraum. Rup. Da. The cake is a lie. Ich glaube, das kommt... Ich habe irgendwo mal gelesen... dass das von Mario sein soll. Dass es da auch irgendwie Kuchen gibt. Ja. Hier sieht man dann auch nachher, dass ich durch sowas hier wandern muss. Das ist ganz entspannt. Sieht euer Computer genauso aus? Meiner nicht. Meiner ist schön. Naja. Und dann, The Cake is a Lie ist halt für eigentlich so ein neuer Kuchen geben, hat sie ja vorhin gesagt. Und hier steht, The Cake is a Lie. Hello, can I help you? Nee, natürlich nicht. Tast. Tasty, ja, das ist ein Y. Das ist ein bisschen dunkel. Ach, hier gehen auch Portale ran. Jetzt bin ich wieder weiter zurückgelaufen. Naja, ich werde jetzt erstmal weiterspielen. Mal gucken, was wir hier so machen. Da ist auf jeden Fall nix. Nein, daneben geworfen! So, jetzt habe ich ihn da. Den müssen wir auch noch umhauen. Den hauen wir dann mit dem Computer um. Schön. So. Da haben wir jetzt das Portal. Willst du mich wohl verarschen? Das war wohl nix. Ey. Noch jemand da? Ich habe die Funktion. Die Funktion. Oh, 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 oh. So, hier haben wir auch schon wieder das Radio, man. Wenn ihr wollt, töte ich auch jemanden mit dem Radio. Genau. Das war knapp. Genau den. Den mache ich jetzt fertig mit dem Radio. Aktiviert, bla 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 bla. Haare runter. Ich fahre die Haare runter. Nein, daneben! Oh, der war geskillt. Habe ich das aufgenommen? Natürlich habe ich das aufgenommen. Ha! Ich bin halt einfach immer. So, fahre hoch. Dann fahren wir wieder runter. Selbsttest. Ich bin dir nicht böse. Aber ich will dich abschießen. Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert. Und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Wieso bin ich jetzt ein Android? Was kann ich denn dafür? Ich war doch vorhin... Apropos, ich war ein Mensch. Ich habe mich selbst noch gar nicht gezeigt. Machen wir das mal eben. Ein bisschen rumspielen mit dem Portal. Fuck, ich glaube, das geht jetzt gar nicht mehr. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1... Ach so, ja, der das wäre. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ja, ich wollte gerade eigentlich nur ein bisschen mit der Portalkamera rum
spielen, aber das geht jetzt ja nicht. So, auf jeden Fall darf ich diesen Kuss nicht die vergessen. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Das will ich auch hoffen. So, fangen wir mal mit dem ersten an. Wir holen uns den und schmeißen den da hinaus. Zip. Fertig. Dann müsste der erste hochkommen. Ja, so, mein Kubus brauche ich... da oben drauf. Ach nee, halt. Wir nehmen erstmal den anderen, der ist einfacher. Bei dem nächsten muss ich dann so viel laufen. So, der muss hier hin. Und den muss ich in einem richtigen Winkel hinstellen, dass der dagegen haut, nicht gegen mich. So. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Ja, das werde ich auch tun, du. So, als nächstes muss ich die andere Kugel von da oben holen, von dem ich so durchschieße. Blau muss ich jetzt schießen, ne? Ja. Da hüpfen wir mal ein bisschen, das geht schneller. So. Da einmal legen. Wir den abholen und dann muss ich das dritte Ding damit freischalten. Und nicht vergessen, den Kubus mitnehmen. Also Würfel, würde ich es nennen. So, jetzt muss er ja gleich eigentlich ankommen. Ich bin nun mal ein guter Typ, ne? Naja, ich kenne das hier ja schon. Schon ein paar Mal häufiger durchgespielt. Ein Kollege von mir, der wollte das auch mit mir durchspielen. Der hat mir das damals gezeigt, dass es das Spiel hier gibt. Und der hat es immer noch nicht durchgespielt. Verpasst er so einiges? Er wollte sich eigentlich auch mal Portal 2 holen, aber nein, er ist sicher zu faul mit seinem Kopf nachzudenken und also ganz Kram. Naja, egal. Portal 1 habe ich mir damals geholt, nicht mit der Orange Box oder so, sondern das war mal kostenlos. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Ihr verarscht mich! Das kann nicht sein! Naja, Portal habe ich mir gekauft. Nicht gekauft. Habe ich, ja, für umsonst bekommen. Habe ich jetzt einfach den Steam-Account aktiviert. Ja. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Es ist völlig egal, wie schnell man das macht. Das wird sie immer sagen. Ich hänge da mal, glaube ich, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Voll AFK war einfach nur weg. Aber sie hat trotzdem das gesagt. Sie waren der Schnellste. Ich bin immer der Schnellste. Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Ladedaten. Wieder einmal im Gummizellenfahrstuhl. Rollstuhl. Ja, der fährt ja. So, wir müssten jetzt schon Level 6. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Sie werden gebacken. Aha. Ach, das hasse ich. Hier, Achtung, hier sterbe ich. Einen Moment. Ha! Ich hab's geschafft. Sonst schaffe ich das nie. Entschuldigung, dass ich mich jetzt hier freue wie ein Schneekönig, aber es ist so. Ich hab das hier sonst noch nie geschafft, so halbwegs. So, hier muss ich, glaube ich, irgendwo runter, ne? Irgendwo muss ich hier doch runter. Nee. Wie war denn das noch? Achso, ja. So, und dann musste ich hier so runter. Juhu! Und wo kriege ich jetzt den Dingens? Ach ja, ach ja. Ja, hier ist was los. Jetzt muss ich mit diesem Ding... Muss ich...
die Leute kaputt machen, indem ich erstmal den da hole mit dem Arm. Dann nehme ich den mit dem Arm. Shit, warte. So. Da bist du, gute Nacht, ja, ja. Suche Bats. Affe. Den muss ich damit umhauen. Den muss ich damit umhauen. Ja, dann haben wir das auch schon mal. So, ging das denn jetzt noch weiter? Und lass mich kurz überlegen. Genau, ich muss hier diese Kugel abholen. Und dahin leiten, dass sie da reingeht. Aber da ist der Knopf. Ist das hier gerade laut? Da ist der Knopf. Da ist der Knopf, dass die Tür aufgeht. Jetzt muss ich nochmal kurz warten. Ich mit denen. Bis ich dann gleich da den Knopf benutzen kann. Ich muss erstmal in die Kugel da durchkommen. So. Oder kann ich hier den benutzen? Dann geht der auf. Und diese Plattform bewegt sich, die ich eigentlich haben wollte. Ja, verplant. Müssen wir kurz warten. Das Ding werde ich gleich auch noch benutzen. Weiß ich. Da ist der Kübus, den ich brauche. Und dann muss ich das Ding hier gleich irgendwie gespecial benutzen, dass ich da so reinfliege. Und ja, das wird noch ganz spannend. Hallo. Freunde. Das ist aber unheimlich hier mit der Musik. Geronimo! So, einmal den bitte aktivieren, bitte aktivieren, bitte aktivieren. Geronimo! Hallo! So, und nun muss ich einmal wieder auf das Ding da springen. Yep, da ist er wieder. Und den muss ich jetzt mitnehmen und da vorne, ja, halb mit hinnehmen, wie ich halt sagte. Man merkt jetzt auch schon, dass die Level ein wenig länger dauern als zu Anfang. Und wie komme ich jetzt raus? Nein! Ich hasse Menschen. Ich muss dann noch diesen scheiß Hebel da benutzen, damit ich hier wieder rauskomme. Wieso ist hier Blut? Ach ja, ich wurde abgeschossen. Es ist und bleibt die Half-Life 1 Engine. Ja, muss ich wieder zurück. Das nützt ja alles nichts. Aber die Kamera kann ich mal wieder demontieren. Wichtiger Testapparat zerstört. Flatsch. So, da muss ich wieder hinein. Jetzt brauche ich ja eigentlich nur daneben zu schießen. Den aufzumachen und hier wieder rauszugehen. Aber mein Kübus nicht vergessen. Dankeschön. Oh, weg. Naja, wird schon. So. Und einmal hier hinaufsteigen. Und da geht die Tür auf. Ob die wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, und da sind wir durch. Ah, das ist toll. Das ist richtig toll. Hier muss man nämlich ein wenig schneller sein. Wichtiger Testapparat zerstört. So, wie ihr seht, ich muss wahrscheinlich auf diese Plattform mich hier hinunterschleudern lassen und dann von Plattform zu Plattform springen, sodass ich dann irgendwie da oben lande. Naja, ich zeig's euch mal. Da ist jetzt der blaue drauf. Dann muss ich da orange hinmachen, dass ich hier so hinunterfalle. Dann muss ich da orange drauf machen. Da muss ich blau drauf machen. Und hier muss ich orange drauf machen. Und hier muss ich blau drauf machen. Ja! Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ja, das werde ich glaube ich nicht mehr finden. Naja, ihr habt gesehen, man muss auch im Flug mal bereit sein zum Schießen. Wird in Portal 2 noch häufiger passieren. Naja, egal. So. Müsste jetzt Level 19 kommen, also das letzte Level. Und wie ihr seht, wir sind ungefähr gerade mal
nicht mal eine Stunde dabei oder so. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Naja, wir werden mal schauen, was noch auf uns zukommt. Das letzte Level wird auch nochmal so ungefähr 5 bis 10 Minuten dauern.